Ja, gute Nacht, meine lieben Freunde, ihr seid alle scheiße. Und willkommen zurück zu einem weiteren Video zum Fallout. Sag's mal Hallo, Fetzer. Das hab ich schon wieder nicht gesehen. Hallo, Fetzer. Gut. Ich hab mir ein Haustier zugelegt, Leute. Und ich will eure ehrliche Meinung davon. Ich zoome mal ran. Ich muss nämlich, glaube ich, noch zum Tierarzt die Zähne schleifen und so. Findet ihr... Ich glaube, das ist so ein... Ich glaube, wenn... Wie nennen wir ihn denn? Wie wär's mit Ronald Trump? Oder Donald Trump, wie wär's damit? Nee, Ronald Trump ist viel schöner. Donald Trump ist irgendwie so ein, ja, so ein richtiger Kommerzname. Ekelhaft. Ich kotze, guck mal. Guck mal hier, ich sehe dein Haustier, ne, und mach dann sowas. Guck hier. Dann guck mal, sie guckt mich an. Ich glaube, die will. Ich glaube, das ist ein Haustier für andere Sachen. Hast du zufällig Butter da? Hier. Guck hier. Ich zeig dir, das mache ich, wenn ich dein Haustier sehe. Warte mal kurz. Ich will mal ein Selfie. Alles klar, ich bin unsichtbar. Guck mal. Da schwebt die Kamera, ey. Siehst du das? So, jetzt müssen wir das leider exekutieren. Nee, ich will mit meinem Haus hier noch ein bisschen Dinge machen. Es geht nicht, es tut mir leid. Ja. Du musst es tun. Bang, bang, du siehst es zwar nicht, weil ich unsichtbar bin, aber... Oh, bist du übrigens in die AIDS-Falle getreten? Welche AIDS-Falle? Ja. Kann sein. Er tritt halt rein. Hä, kriegst du keinen Schaden? Nö. Die solltest du eindeutig mal reparieren, Alter. Ja, da sind wahrscheinlich 10.000 Ratten gerade drüber getreten. Okay, was kostet es denn zu reparieren überhaupt? Oh ne, ich muss warten, bis es kaputt ist, alles klar. So funktionieren Fallen. Niemals reparieren, einfach warten, bis sie kaputt ist. Ist besser. Ja, ist immer besser. Okay, wollen wir irgendwas machen? Tja, wenn du was hast, was wir in 10 Minuten machen, dann gerne. wie wär's mit einem Blowjob? Was ist denn das hier? Ein Bild. Ist bloß meine Kippen stehen, ey. Ich spiele jetzt ein bisschen. Scheiße. Schlecht. Buh. Nee, Mama. Ich werde jetzt sterben gehen. Aber wo willst du sterben gehen? Nicht in mein Wasser, das brauche ich noch. Das finde ich nicht gut. Hab ich jetzt reinornaniert. Reinornaniert? Da was treibst denn du da? Was hast du da gerade gemacht? Ja. Nix. Wie hast du deine fucking Arme so gehoben? Weißt du, ich komm raus und so... Du fliegst. Ich hab Munition, Fuck, warum? Ich hab Ding. Du fliegst. Mach gar nix. Was machst du da? Was machst du da? Warum? Alter, du bist ein Geist, Alter. Noch. Jetzt bist du... Weißt du, du bist dein Kostüm treu geblieben, Alter. Du schwebst hier durchs Haus, ey. Nein, tue ich nicht. Doch, ey. So was von. Geh mal in die andere Perspektive, vielleicht siehst du es dann auch. Nee, ich bin ja in der Third Person. Okay, Alter. Ich brauche 44er Magnum-Patronen. Der ist auf Halloween hängen geblieben, ey. Alter, haben die mein Bett kaputt gemacht? Die Schweine. Hast du ein bisschen Blei? Kann sein. Was mache ich gerade? Kannst du sehen, was ich gerade mache? Ich weiß nicht, was ich gerade mache. Du Alter, ohne Scheiß, du liegst gerade. Warte mal, bleib mal so liegen. Ja, warte mal ein Foto, ich will es sehen. Aber ein gutes, das will ich im Video einblenden. Ja, ich versuch's. Ja, aber so schon, ey. Bitch. Dabei, in der Zeit höre ich gute Musik, okay? Hier ist schon da. Schon da? Okay, schade. Müsste da sein. WhatsApp, oder? Ja, WhatsApp. 10 Jahre, bis es runtergeladen ist, weil das WLAN wieder mich rausgehauen hat. Alles klar, WLAN. Danke. Ich zahle gern 30 Euro gerne. Im Monat. Dafür, dass du mich gerne aus dem WLAN raushaust. Gerne doch.
Alles klar, Alter. Ich mach hier auch den Ghost, ey. Alter, wo bin ich? Ich kann nichts machen. Hilfe. Ach ja, jetzt rutsch ich weg. Alles klar. Jetzt stehst du wieder bei mir. The Ghost Sleeper. Wie haben die mein Dach kaputt gemacht? Willst du mich verarschen? Waren die auf mein Dach drauf oder was? Ja, die waren hier oben, weil ich da hochgerannt bin. Das ganze Haus ist total abgefuckt. Die haben den Haushalt gefickt. Ja, ich merk's. Die waren wohl in der Brumpft oder so. Ah Mann, musst du wirklich in 10 Minuten schon schlafen? Oder beziehungsweise 5 wahrscheinlich jetzt? 6. 6? Ja, leider schon. Es ist eine gute Zahl. Es ist eine gute Zahl. Wie wär's, wenn wir da noch 6. 2 Sechser dranhängen? 666? Nee. Also 3x6 ist 666. Aber... okay, das ist interessant. Ja, die, wenn du alle drei kombinierst, dann hast du 366. 666, genau. Okay, wenn du so schlau bist, dann bring diese Boxen zum Laufen. Habe ich dir eigentlich schon mal gesagt, dass dieser Revolver voll beschissen aussieht? Ja, hast du. Echt? Nö, geht nicht. Naja, ist kein Zugangscode, ne? Kommt auch nicht rein. Der Revolver sieht so seltsam aus. Du hast diesen Harnspan und Revolver gebaut, oder? Nee, den habe ich gefunden. Gefunden, ach so. Dosen. Kannst du mal kurz aufstehen? Oh, Aluminium, geil. Also Dosen kann man eigentlich immer mitnehmen. Beispiel Batterie, da ist auch Blei drin. Ich habe mir sogar inzwischen eine Liste gemacht von Sachen, die ich aufhebe und welche, die ich nicht aufhebe. Alter, du bist echt hobbylos. Ja, keine Ahnung, ich habe keinen Bock jetzt mal ins Inventar zu starren, ob ich es brauche oder nicht. Oh, guck mal, das ist eine Wichsunterlage. Oh, ich glaube, das ist ein Tampon oder sowas. Kennst du dieses OB? Da gab's doch diese Werbung früher immer. Für Frauen. Oh Mann, wie ging die Werbung nochmal? Und sie spüren nicht, dass es da ist. Den ganzen Tag. Sie können auch in die Hose pissen. Keiner merkt's. Das ist so traurig, Alter. So ging die Werbung auf jeden Fall nicht, Alter. Das weiß ich. Bist du dir sicher? Ich denke schon, dass sie so ging. Alter, wenn ich so ein Ding verkaufen würde, würde ich das rein sagen. Da würde ich sagen, sind sie eine Frau? Und haben sie immer Dinge da unten kleben? Ist es immer nass und feucht? Dann brauchen sie dieses Ding. Sie können sich sogar in die Hose pissen. Sie müssen Ding. Keine Toiletten mehr suchen. Jetzt nur 2,99 in 20er-Pack. Alter, der das dann kauft, Alter, der ist so... Oh fuck, was ist denn das? Ja, hier ist irgendeine Riesenratte. Das sind wieder diese Fucker. Ey, gegen die haben wir schon mal gekämpft, ist wie verarschen. Oh, ich weiß doch, Alter, weißt du... Ja, stimmt. Das ist eine voll weg explodiert, war es doch so, ne? Oh, guck mal, ich habe einen Grubenhauer-Handschuh gefunden und noch einen. Alter, ich dachte schon, ich habe was Seltenes gefunden, ey. Erkennungsmarke. Warum ist die Musik immer... Okay, die Musik ist immer noch bedrohlich, weil wir immer noch in Bedrohung sind, verstehe. Wo ist der? Ich sehe den nicht. Ich muss nachladen, keine Ahnung. Ist der da oben? Nee, der ist hier. Alter, der ist ein Headglitch. Oh, ich habe eine Schatzkarte gefunden. Das Problem ist der Gruben, der Revolver, ne, der ist ja geil. Also ich finde, ich mag solche Revolver. Ich spiele auch in Battlefield 5 mit solchen Revolvern. Ja, ich habe auch einen Revolver, aber... Oh, Alter, der schmeißt mich runter! Hast du gesehen? Alter, der kriegt mir den Zeig gleich mal an, ey. Alter, der kriegt... Anzeige ist raus. Oh, ich habe ein Atemgerät bekommen. Ich endlich atmen. Atmen. Ach ja, du Atem. Solltest dich... Weißt du, in der Spielbeschreibung steht, man sollte jede Möglichkeit benutzen zu schlafen, aber du kriegst Insekten und Pest, wenn du da drin schläfst. Ach ja, Bleistifte solltest du mitnehmen, da ist nämlich Blei drin. Sagt auch nicht der Name, Bleistift. Normalerweise Bleistift. Ist in Bleistift kein Blei drin. Im normalen Bleistift ist kein Blei drin. Weiß es nicht, wo es ist. Das ist ein Bleistift. Mein Chef hat mir letztens noch erklärt, was jetzt drin ist, aber ich habe schon wieder vergessen.
Eine Bleistiftmine. Und alles klar, da ist ein Fusionskern in der Kiste drin. Ist da bei dir auch einer drin? Keine Ahnung, ich kann mich kaum bewegen, ich bin überlastet. Mist, ich wollte den Helm klauen. Überlastet. So, aber Fusionskern. Nö, ist nicht. Ist ja nicht so, dass ich überlastet bin, ne? Scheiß drauf. Ich auch. Ich habe aber immer eine Powerrüstung dabei, falls sowas passiert. Ich habe meine nicht mehr dabei, weil irgendwie, entweder ist es ein Bug oder keine Ahnung. Wenn ich die Powerrüstung anziehe, bin ich nicht gerade stärker aus irgendeinem Grund. Sollst ja nicht stärker sein. Nee, nee, ich meine, ich kann nicht wirklich mehr tragen. Also, das macht nur wieder gut, was ich schon. Also, wenn ich die Powerrüstung nicht mitnehme, dann würden 10 Kilo fehlen. Und wenn ich die Powerrüstung anziehe, dann sind es genau diese 10 Kilo wieder, die sie fehlen. Deswegen habe ich sie gar nicht erst mitgenommen. Nö, bringt auch nichts. Oh, für dich finden wir vielleicht hier noch einen Fusionskern. Guck mal, da ist ein Fusionskern. Ja, ich muss jetzt mal gucken, warte mal kurz, bevor du da irgendwas machst. Wo ist der? Da. Voll die Ninjas, diese Fettis. Also deine Verwandten, die kommen gut durch hier. Also auf jeden Fall, Alter, bin ich jetzt gleich weg. Ne? Echt? Bescheid weiß. Ja gut, dann nehme ich mir lieber den Powerkern. Nee, ich komme gerade nach Hause, den will ich haben. Gut. Irgendwie bin ich gerade glücklich, dass du den nimmst. Ich habe keinen Bock mehr wieder irgendwie schauen zu müssen, wie ich sie im Inventar freikrieg. Ich muss auch. Ich gehe dann gleich sowieso wieder zurück zur Dings da. Zurück zur Festung. Zur Festung der Einsamkeit. Ja. Oder wie sie jetzt wohl heißen wird, die Festung der Ratten. Alles klar, die haben Raketenwerfer. Hilfe, Polizei! Der hat einen Raketenwerfer! What the fuck? Willst du mich verarschen? Da kommt er mit seinem Rocket Launcher an. Pass auf, das ist ein Boss. Ja, da gibt er den mal. Ich glaube, der Typ hat Probleme. Der muss einen ganz kleinen Schniedel haben, wenn er mit seinem Raketenwerfer so rumschießt. What the fuck? Locker, Bruder, Alter. Alter, mal. Take it easy. Weißt du, jetzt wird er wahrscheinlich keinen Raketenwerfer haben. Ja, eine doppelläufige Schrotflinte, die hat er auf jeden Fall gerade in der Hand gehabt. Habe ich gesehen. Also, ich war eindeutig, Raketenwerfer bekommen. War eindeutig eine Schrotflinte, die er da hatte. Hast du es nicht gemerkt, Alter? Ne? Sorry, hab ich mich vertan. Oh, ja, guck mal. Ich kann das aufsperren. Heftig, ich auch. Oh, sick! Der Loot, Dinnerteller und Vorkriegsgeld, $2. Oh, ich kann das auch aufsperren. Okay. Alles klar, hier ist eine Knarre drin, alles klar. Okay, da ist eine Knarre drin. Oh, Aluminiumkanister solltest du auch aufheben. Da ist zufälligerweise Aluminium drin. Heftig, Alter. Ah, man, sick, Alter, was ich rausgefunden habe alles. Oh, Alter, ey, habe ich jetzt gerade ernsthaft ein Schwarzpulvergewehr gefunden? Sick. Oh, ich habe ein Springmesser, viel besser. Krass, Alter. Ich habe, wovon wir die Waffe hatten, noch ein Gewehr. Nice. Guck dir das mal an, Alter. Das wusste ich tatsächlicherweise schon. Ich wusste nur nicht, wo man es herbekommt. Ich auch nicht. Ich habe es durch Glück bekommen. Das war echt cool. Das ist sick. Ich muss hier gerade alles zerlegen erstmal. Ah, ich bin mir ziemlich sicher, die Folgen werden wieder viel lustiger, wenn du wieder dabei bist. Und viel perverser natürlich. Ach so, das sind diese Dinger. Ach so, diese Grubenhandschuhe. Ich dachte schon, das wären irgendwelche coolen Dinger. Und ja, so. Die Dinger sind useless. Hast du dir eigentlich den Powercore jetzt mal geholt? Was? Den Powerkern? Ja, den habe ich. Okay. Alter, wie angewackelt kommt, ey. Sicher, dass die nicht mit dir verwandt sind. Ja, sicher. Solche Missgeburten habe selbst ich nicht in der Ferne. Oh, die haben alle Kippen dabei. Hast du es gemerkt? Also das passiert, Leute, wenn ihr zu viel raucht. Dann nehmt ihr eindeutig zu. Nein, ich hab keine Munition für dieses Ding. Schade. Oh, und ich verschieß gerade meine ganzen 10 mm, merke ich gerade mal so. Ups. Ich hab nur 200 Schuss jetzt. Ich hatte 500. Nice. 10 mm habe ich. Oh, jetzt habe ich Licht angemacht, weil ich so... TNT. Wie ging das denn eigentlich nochmal? Keine Ahnung, was ich das denn ist. Du bist ein Stück Scheiße, weißt du. 10 mm, wo steht denn, wo ist denn mein Name? Ach, da, so groß ist deiner also.
Gut zu wissen. Aha, mein SMR. Also im Dunkeln habe ich das nicht so gut sehen können. Also letztens, als du als Nikolaus in mein, durchs Zimmer, also das Fenster gekommen bist und mich da in deinen Riesensack gebracht hast und dann musste ich auch noch an deinen Riesensack irgendwann lecken, da war ich mir nicht ganz sicher, wie groß er Habe eigentlich jetzt ist. 38 Kugeln und Ach, 10 mm. what the fuck, was hast du mit deiner 10 mm? Ich hab keine 10 mm dabei. Hast du gar keine gesammelt oder was? Was ist los bei dir? Ich habe gar keine dabei. Gar keine Waffe, die 10 mm Muni braucht. So, Alter, mein ganzes Inventar ist mit Munition voll, die ich gar nicht hab. Ich hab 100 Schuss für Fu Kaliber 50. Ich hab kein Kaliber 50. Hast du Kugeln? Hast du Kugeln dabei, vielleicht? So, Schwarzpulverkugeln. Ja, hast du davon welche? Mal gucken. Denk schon. Ich hab Injektor-Munition, wenn du interessiert bist. Ja, Ich habe hier auch genug. ich hab Kaliber 50 Bälle, hab ich. 8 Stück. Nice, kann ich davon welche haben? Wenn du mir einen runterholst. Na, ungern, aber okay, dafür würde ich es tun. Ah, Moment. Du weißt schon, das sind keine normalen Kaliber 50er Kugeln, ne? Ja, ich weiß, Das hab's schon sind meine ganz gemerkt. speziellen Kugeln. Das ist mein Spielzeug, weißt du. Eigentlich wollte ich Weihnachten mit dir da ein bisschen rumspielen und so, ne? Aber wenn du so mich Ja, so ich hab lieb schon gemerkt. fragst, dann leih ich dir meine Kugeln mal. Aber verlier sie nicht. Die habe ich schon Das seitdem sieht ich so 10 bin. roh aus, wenn du nachlädst, Alter. So kurz aus der Ego-Perspektive gucken, wie es aussieht, wenn er nachlädt. Er ist auf Third Person. Er steckt ihn voll tief rein. Oh, guck mal, ich habe ein Gebet gefunden. Mist, jetzt habe ich es nicht gelesen. Komm, wir beten zusammen. Nein, danke, ich bin ein Atheist. Dich doch auch. Ich mache mich doch nur lustig drüber. Okay. Oh, und wieder einmal ruft die Pflicht, die Feuer dieser Welt zu bannen. So stärke mich für diesen Kampf, o Herr, und schütze mich und meinen Mannen, Vater im Himmel, du weißt, dass wir alles geben, um dir einen runterzuholen. Zum Schutze anderer Menschenleben müssen wir Wichse sammeln. Aber falls die Flammen doch obsiegen, so mögen meine Schenkel heiß werden, so dass wir ein letztes Mal einen schönen Rudelbums hinbekommen. Dafür brauchen wir auch das Sperma. Geiles Ich bin Gebet. mir Ich glaube, ich schließe mich der ziemlich Kirche an. also ich bin ziemlich sicher, dass es das da nicht stand, Alter. Doch, Alter, ich schwör. Da stand eindeutig Rudelbums am Schluss. Ich bin mir sicher. Ja, bist du dir ganz sicher? Hast du Blei für mich? Ich brauch Blei. Blei. Ja, Blei. Ja, ich habe gerade einen Bleistift zerlegt. Okay, Moment, ich dürfte schon Blei haben. Moment. Also, ich. Ja, ich habe 7 Blei dabei. Super. Aber ich habe auch 8 Gummis dabei. Ich brauche aber nur Blei. Aber mit den Gummis könnten wir viel mehr machen. Ich will aber nur das Blei von dir. So, ich soll's droppen. Ich dachte, du warst enttäuscht und wolltest es doch nicht haben. Nein, haben wir dich schon. Also jetzt habe ich nur noch 7 Blei. Einen davon habe ich an eine Stelle gesteckt, die du erst rausfinden musst. Nein, danke schön. Ich passe. Es könnte sein, dass Traumschiff Surprise mich ein bisschen verändert hat. Ein bisschen, ja, Ein genau, ein bisschen. bisschen. Wir lassen das einfach mal ein bisschen stehen. Boah, Harpun, also wenn Ich es bin auch nur Harpun ein gibt, gibt bisschen es auch geil was gut. heute. Bin auch nur ein bisschen Wenn du einen geil. Harpunwerfer, wenn du einen Harpunwerfer findest, den will ich auch haben, ne? Ich glaube, ich kann einen herstellen. Aber Moment, dafür muss ich an die Waffenwerkbank, oder? Ja, das ist eine Rüstungswerkbank, Hier fuck. gibt's aber keinen. Also ich habe, glaube ich, Schon. irgendwas letztens, also eine der Notizen, die du mir getradet hast, war ja irgendwas davon. Eins war ein Flammenwerfer. Warum droppst du Minen? Weil ich sie nicht brauche. Verkauf sie doch wenigstens. Alter, ich habe keine Lust. Ich bin dann immer so überlastet, wenn ich die Scheiße mitnehme. Geh Wolltest du mal zu nicht? deinem Haus Weil dort. ich will ja jetzt nicht irgendwie hetzen oder so, aber wolltest du nicht eigentlich schlafen gehen? Ja, ich weiß, ja, ich muss jetzt leider schlafen. Ich will nur eben noch kurz was gucken und dann. Ja, Mann, ich will jetzt auch kein Assi sein, dass du dann morgen müde bist.
Auch wenn ich echt gern mit dir noch ein bisschen wichsen, ich mein spielen würde. Das zweite hat jetzt keiner gehört, ne? Das Spielen? Nein, das davor. Das Spielen? Du weißt genau, was ich meine. Das Wichsen, das Spielen. Ja, genau, das Wichsen. Was? Niemand hat hier was von Wichsen gesagt. Doch, du. Ich glaube, Discord stottert. Seit wann benutzen wir Discord, Alter? Psst, das wissen die doch nicht, du Idiot. Spaß, ich glaube, die sind nicht dämlich. Was? Leute, die meine Videos gucken, sollen nicht dämlich sein? Ach so, stimmt ja. Meine Oma guckt meine Videos. Und die ist die einzige Person, die meine die Videos guckt. Die sind am dämlichsten. Die arme Sau. Schon senil. Sie denkt wahrscheinlich, sie guckt sich die Tagesschau an. Und denkt sich, oh scheiße, die Welt ist am Arsch. Alter. Aber Hauptsache, mein Garten ist in Ordnung.